So, hey Leute, willkommen zu einem neuen Server-Troll. Und ja, heute tue ich zwei Leute, die einfach eine mega geile Base haben. Und ich werde auch gleich mal mein Home setzen, damit ich euch das mal zeigen kann. Sie, wir sehen, die haben zwei Bases. Einmal diese Base und noch eine sehr kompakte Base. Und sie sind gerade dabei, alles so umzuändern. Also die ganzen Kisten zu räumen und so. Und ich habe jetzt einfach diese Base mal mit World Edit an eine andere Stelle kopiert und dachte mir, ich tue es ja mal ein bisschen, indem ich ihre neue schöne Base, in der sie ja ganz viele Sachen haben, ne, alles voller Rüstung und Schwertern und Werkzeuge, dachte ich mir, wenn diese ganzen Sachen auf einmal weg wären, Leute, das wäre sehr schade, oder? Und das wäre auch sehr schade, deswegen, wenn man aus Versehen mal die ID von Kisten nimmt, das ist ja 54, und das in 54 umändert. Dann ist auf einmal alles weg. Das wollen wir aber nicht machen, das sieht nämlich komisch aus so. Aber ich dachte mir, wie könnten wir die am besten schonen? Wie können wir die Kisten einfach wegmachen? Und dann dachte ich mir einfach, wir replacen sie, und zwar mit 0. Die Kisten wurden ausgeräumt. Und jetzt wird einfach ein Schild hinstellen, und zwar Grief by und dann einfach irgendein random Name. Wen könnten wir da nehmen? Welchen nehmen? Am liebsten würde ich einen Namen von euch nehmen. Das heißt, wenn jemand mal von euch da stehen will, so hier, dann schreibt mir in die Kommentare jetzt so euer Namen. Ich möchte in einer der Folgen da stehen. Ja, dann werde ich vielleicht nochmal euren Namen nehmen. Also Grief by und dann halt so ein random Name. Ich nehme einfach mal Mr. Blub 598. Ne, das ist ein blöder Name. Ich muss auch schon so einen heftigen Namen, ne? Griefed by Darkfinst. So, Darkfinst, Leute. Wer kennt auch Darkfinst, schreibt es in die Kommentare. Das ist nämlich auch aus einem vergangenen Troll. Jetzt gucken wir uns das mal an. Ich bin mal gespannt, ob sie dann hier wiederkommen. Denn wenn sie wiederkommen, dann werden sie ihr blaues Wunder erleben. Sich denken, hä, was ist denn hier passiert? Das kann doch nicht wahr sein. Irgendwas ist hier wohl schief gelaufen. Noch so ein bisschen schönen Lava am Rand. Ja, aber ich finde das echt genial, wirklich am Grundgestein sich so eine Base zu errichten. Ich meine, da gehört ordentlich, ja, Kreativität zu. Also da nochmal auf jeden Fall einen großen Respekt an die beiden. Na, ich bin mal gespannt, was dann aus denen wird, wenn die das hier sehen. Aber die sind ja momentan noch in deren alten Base. Wobei ich auch nicht weiß, welches jetzt davon ihre alte ist und welches die neue ist. Auf jeden Fall, die sind da am Hin und Her. Oh, ihr seht schon, die streiten sich auch ab und zu. Die haben sich auch vorhin ein paar Mal gebettelt. Ich beobachte sie ja schon etwas länger. Da muss man aufpassen. Ich bin ja, wie gesagt, Vanish. Man kann mich nicht sehen. Was machst du denn hier? Wie kommt der denn jetzt hierher? Lorenz. Keine Ahnung. Ich werde einfach mal Sudo benutzen. Und dann nehmen wir mal einen random Spieler. Und genau, es gibt ein cooles Feature, wie wir das machen können. Wer jetzt der böse Mensch hier auf dem Server ist, und zwar slash Zufall und wer wird es sein? Es wird, oh, Misco MC, Ziel erfasst. So, aber erstmal gehen wir hier zurück zu bei Probench und jetzt steht er ist jetzt hier so, denkt sich so, was? What? Holt sein Brot raus. Ja, mit dem Brot kann man sich gut verteidigen. Ja. Er denkt sich wahrscheinlich so, hä? Was zur Hölle, wer war das? Also ich würde mir jetzt so denken, so, Alter. Also ich wäre richtig sauer jetzt. Kann ich auch verstehen, wenn der jetzt, aber ihr seht, der schlägt so ein bisschen so um sich mit seinem Brot. Bringt ja auch nichts, ne? Jetzt zückt er das Schwert. Boah, das steht einfach kaputt. Oder nicht? Oder was macht der jetzt? Er denkt sich wahrscheinlich so, scheiße, unsere schöne Base, die wurde gefunden von irgendwelchen Griefern zerstört. Ja, aber keine Angst, Leute, ich bin ja kein böser Griefer. Denn im Gegensatz zu Griefern save ich ja die Base. Also ich habe die mit World an einen anderen Ort kopiert. So, wo wollte ich denn jetzt nochmal hin? Genau, und zwar unser Mysti. Das ist nämlich der Übeltäter hier nachher. Den haben wir durch Zufall ausgewählt. Genau, wichtig nochmal, wer für die Leute, die jetzt fragen, hä, wie ist denn der Server-IP, Askalter? Askalter.de, das ist die einzige IP, mit der man auf den Server kommt. So, jetzt sind wir wieder zu Marcel. Deswegen speichert euch sie ein bei Minecraft. Askalter.de, über diese IP kommt ihr hier auf den Server rauf. So, ne Marcel? Guck mal, denkt sich jetzt wahrscheinlich so, hä? Was ist hier passiert? Irgendwas stimmt da nicht. So würde ich... Genau, er tippt sich wieder zurück. Puh, dem immer zu folgen, das ist ganz schön aufwendig. Also, mein Lieber, bei ProBench. Oder ist er... Er ist wieder hier. Denken sie so, der kommt wieder, ich warte so lange, bis er wiederkommt. So, ich habe ja Grief by Darkfinst gemacht und wir haben ja hier unseren lieben, wie hieß er denn, irgendwas mit M, den wir ausgewählt haben. Und zwar der,
Mysko. Der Mysko ist der liebe Übeltäter. So, den merken wir uns. Und zwar werden wir den dann einfach hierher tippen. Hey, ich bin der Griffer. So, und das machen wir jetzt mit Sudo. Und zwar kann man da eine ganz tolle Funktion machen. Das heißt Chat. Also, wir wählen den Namen aus. Es gibt so viele Spiele mit M. Wenn einer von euch dabei ist, schreibt es in die Kommentare. Mr. MC. Wo steige ich das MC, Leute? Natürlich für Minecraft, aber... So, was genau? Ich wollte Chat machen. Chat, und zwar... Ich habe eure Base gegrieft. Marcel. So, ich bin mal gespannt, was da jetzt passiert. So. Also, TP, Misko, Marcel. Misko, hi, ich bin Miss. So, ich werde es nochmal in den Chat schreiben. Aber ich glaube, das geht gar nicht. Nee, wegen Spam und so. Das geht nicht. Na, aber ich glaube, die haben es gelesen. Die denken sich jetzt wahrscheinlich so, dieser Misko, ey, der wird sein blaues Wunder erleben. Würde ich jedenfalls jetzt denken. Ich wäre jetzt richtig sauer. Ihr seht die, oh, die buddeln jetzt alles ab. Jetzt sehen sie hier, aha, da hat sich hier jemand so gebuddelt und so, ne? Da hat sich jemand gebuddelt, ja. Denken sie wahrscheinlich auch, hä, der muss ja irgendwie hergekommen sein in dieser Base, ne? Und ich bin ja mal auch, als ich hier die Base mit World Edit genommen habe ich die ja auch erstmal. Muss ich auch ordentlich was machen. Deswegen, und wenn die jetzt weiter graben, dann merken die auch irgendwann... Oh, jetzt denken sie wahrscheinlich, ah, der ist vielleicht durchs Meer gekommen. So. Jetzt kommt er wieder hierher. Und der Misko MC hat einfach nichts damit zu tun, der arme Misko. Misko, tut mir leid, falls du ihn siehst. Muss einfach sein. Und was passiert hier? Oh, ein irrer Geist. Was ist denn? Oh, das sieht aber gruselig aus. Das sieht richtig gruselig aus, Leute. Irgendwas passiert da, ne? Irgendwas passiert da. Aber sie werden immer weggestoßen. Vom Ende der Welt. Richtig, momentan ist die Welt halt noch auf 2000 Blöcke beschränkt. Das wird aber bald noch erhöht. Da werden noch mehr Blöcke hinzukommen. Und wir sind auch dabei, bald einen neuen Freebuild-Server online zu kommen. Beziehungsweise auch die Slots zu erhöhen. Ne, also werden noch ganz viele neue Features kommen. Deswegen auch, wenn ihr mal Features habt, in die Kommentare damit. So einen Stein haben sie dir jetzt auch wieder hingebaut. Weil die denken sich wahrscheinlich jetzt auch, Alter, was ist denn da passiert? Ne, also ich würde mir da erstmal so denken, Alter. So, aber Mr. MC, du kommst wieder her. Ne, am besten, genau, der Typ ist einfach hier mit TP hier. So, Mischko. Perfekt. So, das Schild mache ich weg. Dann denkt sich so, hä? Was ist denn hier los? Ich bin Mysko. So, schönes Schild hingemacht. So, Mysko kommt jetzt wieder nach oben, denkt sich so, hä? Vielleicht müssen wir ihm so ein paar Sachen geben, so den armen Mysko, ne? So ein paar Dia-Sachen Nee, der ist tot. Ja. Ja, aber ich weiß nicht, was sie jetzt denken. Ich hoffe... Die wissen dann nicht, dass ich es sein könnte. Ich glaube, sie sind so, Alter, irgendjemand hat unsere Base gegrieft. Und wir kriegen den. Deswegen, die sind hier gerade am Suchen. Wo könnte der sich versteckt haben, der Typ? Der kann ja noch nicht weit gekommen sein, oder? Vorhin ging die Base noch. Nee, aber Leute, der ist schon sehr weit gekommen. Tut mir leid. Also ich glaube, die sind richtig sauer gerade. Also ich würde mir jetzt erstmal nur denken, nein, meine schöne Base. Ich wäre richtig traurig jetzt. So. Also, mein lieber Marcel. Die sind wieder in der alten Base. So, und auch diese Base werde ich einfach mal mit World Edit kopieren. Ja, das ist aber ganz wichtig, dass man mit World Edit die kopiert. So, wir markieren da ein paar Blöcke. Und was machen wir hier unten auch? Einmal hier. So, und damit haben wir alles Wichtige kopiert. So, wenn wir dann jetzt weitergehen, ne? Wir können uns dann, genau, wenn wir es kopiert haben, machen wir mal hier, /copy. So, und jetzt... Graben wir uns hier mal so einen kleinen Tunnel. Was ist klein, ne? Aber so einen schönen Tunnel so. Ab und zu mal mit ein bisschen Lava. Und dann... Was kommt dann? Copy und... Richtig, Paste. Deswegen einfach hier. /Paste. Tada! Und fertig ist das neue Haus. Von unseren lieben Freunden. Na, jetzt muss ich erstmal wissen, wo waren jetzt unsere lieben Freunde nochmal? TP Marcel... Also deswegen, ich sichere immer alles, weil sonst wäre es ja fies, wenn ich einfach deren Base jetzt kaputt mache und so und dann danach, ja, auch mit, wo sind die denn jetzt gerade? Ach so, jetzt haben die sich so eine Falle gebaut jetzt für, falls jetzt wieder hierher jemand herkommt oder was. Ich weiß nicht, was das hier genau sein soll. Wenn ihr eine Idee habt, dann schreibt es mir in die Kommentare, was das hier sein könnte. Ich weiß es nicht.
was das hier sein könnte. Aber vielleicht könnt ihr mir da eine Spischerin belehren. Auf jeden Fall werde ich hier Missgut hintippen. Und zwar mit... Mit was? Mit was denn? Mit guten Sachen. Also Misko? Oh, er ist gar nicht mehr online. So, jetzt wird einfach Misko hintippen. Misko, ist er denn noch online? Nee, sieht nicht so aus. Der ist anscheinend nicht mehr da. Das ist schade. Ich stehe jedenfalls teleportiere. Ah, da ist er! Misko! Oh, sie haben jetzt alle seine Sachen. Misko ist... Nee, ich muss ihn woanders hin teleportieren, wo er nicht gleich erkannt wird. Am besten hier. Ich hoffe, das haben sie jetzt nicht gehört. So, Misko. Hier, das kriegst du. Schwert. Nimm das. So, und jetzt warte, Misko, warte, 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 noch nicht losgehen. Nein. Ah. So, geh zurück, nein, 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 nein. Nein. Okay, die Diamantsachen haben sie nicht mehr gesehen. Das ist ja schon, woher das Tierschwert, ne? So, aber Misko, der TCP-t sich immer wieder hierher. Ich denke, die denken sich auch so, wieso kommt dieser Misko immer hierher? Was ist das denn für einer? So, aber... Egal, der kommt immer wieder hierher. Oh, jetzt schießen die schon auf ihn. Die denken sich auch so, oh, Misko, jetzt verpiss dich mal aus unserer Base. Du bist bestimmt der Griefer. So, und der Misko, der... Oh, was haben die denn hier gebaut? Wozu ist das überhaupt? Ich weiß auch nicht, was das sein soll. Leute, was könnte das sein? Aber... Misko macht alles kaputt. Ja, ja. Und die denken sich wahrscheinlich auch so, Alter, Misko, was du das? So, die ganzen Sachen können sie gar nicht aufheben, ne? Aber Misko kann das. Oh. Ja, Misko. So, und jetzt lenken sie ihn ab. Und Misko kommt wieder hier hin. Ah, nein! Misko, er wird nicht mehr kommen, Leute. Ich glaube, ich habe ihn ein bisschen verärgert. Er kommt einfach nicht mehr. Ich so, nee, ich habe keinen Bock mehr. Misko wird nie wiederkommen. Okay, schade eigentlich. Ich habe Misko gemocht, aber wahrscheinlich denkt er sich so, nee. Das reicht mir. Irgendwas stimmt da nicht hier. Eiskalt disconnected. Naja, dann müssen wir einen anderen uns aussuchen. Dann machen wir das unseren /Zufall. Wählen jemanden aus, der dann, ja, der Leidtragende sein muss. Ja, Leute, nach einem kurzen Cut bin ich auch wieder da. Marcel und der Bench Pro, die denken jetzt tatsächlich, das ist ein Hacker, ein richtig krasser Hacker. Und die fragen jetzt schon nach Support, nach Admins, helft uns. Und ich finde das ziemlich witzig. Und ich will jetzt erstmal wissen, ob sie hier schon mal einen geheimen Tunnel gefunden haben. Ich hoffe nämlich noch nicht. Nee, das ist gut. Weil dann werde ich hier nicht ein paar... Will ich diese Prey... Oh. Das ist nur ein Zombie, okay. Werde ich nämlich hier ein paar Blöcke hinsetzen, damit ich auch weiß, wo die man später ansetzen muss, um die Base wieder zu finden. Weil ich die ja einfach versetzt habe, ne? Weil ich einfach ein richtig netter Typ bin. Und natürlich deren Base auch nicht schaden möchte. Sondern ich hoffe, die können mich nicht sehen, weil ich ja Vanish bin. Und jetzt werde ich hier mit /Zufall wieder zufällig einen Spieler auswählen. So, und ich bin gespannt, wer das denn sein wird. Ich hoffe, es wird keiner von denen sein, oder nicht ich selber, sonst wäre es ein bisschen blöd. Ah, wer wird es sein? Wer wird es sein? Wer wird es sein? Wer wird es sein? Keksbacker! Okay, mein lieber Keksbacker. Das ist der neue Hacker. Der neue Hacker, die dachten ja echt dieser, wie hieß denn nochmal sein Name? Der Spieler mit M. Das war ein Hacker, dachten die. Deswegen, der neue Hacker heißt... Keksbacker. So, da ist er. Macht hier ein bisschen was mit Lava und so. Heftige Hex und so, sag ich nur. Und jetzt sieht er aber nur den Keksbacker und denkt sich so, Alter Keksbacker, du hast alles kaputt gemacht. Ich bin wahrscheinlich so, alter heftiger Hacker. Also ganz ehrlich, Leute, das ist ziemlich witzig. Er denkt sich wahrscheinlich echt so, scheiße, Leute, irgendwas stimmt hier nicht. Nee, aber Keksbacker, der kennt da nichts. Das ist ein gnadenloser Hacker hier. Komm, geh da vorne und schnapp dir die Sachen. Aber wenn ich Keksbacker wäre... Oh. Dann würde ich... Ja. Mir die Sachen holen. Nur Lags. Er schreibt nur Lags. Das sind keine Lags. Das ist einfach... Wenn du wüsstest, dass ich das bin, Keksbacker, tut mir leid. Oh, ein harter Kampf. Oh. So, aber ihr seht schon, der Master, der muss jetzt aufpassen, dass nicht auch so seine anderen Kisten kaputt gehen durch diese Mega-Hacker hier gerade. Komm her, Keksbacker, komm her. Bitte. Ja, durch dreimal teleportieren wird es auch nicht besser, ich weiß, aber...
Doch, vielleicht. Oha, jetzt kommt. Und jetzt steht der Keksbacker wieder da. Und denkt sich einfach so, oh, ist er bestimmt Keksbacker, nur weil er daneben stand. Ja, Leute. Das ist ziemlich witzig. Aber für die beiden ist das, glaube ich, gar nicht witzig. Die regen sich wahrscheinlich richtig auf einfach. Die sind wahrscheinlich, oh mein Gott, was ist denn da los? Und wahrscheinlich. Was wenn. Was war das denn? Keksbacker? Bin mal gespannt, ob er jetzt nochmal herkommt, der Keksbacker, oder ob er sich ausloggt, so wie der andere. Dass sie sich so sagen, nee, ich gehe. Komm her, Keksbacker! Wahrscheinlich, weil er sich bewegt, ne? Und wenn er sich bewegt, dann wird der Teleportiervorgang abgebrochen. Ja, nee, Leute, so geht das nicht, ne? Also, muss ich dann wahrscheinlich woanders hinstellen. Vielleicht hier hin. Oder hier. Bis es dann irgendwann geht. Weil wenn ich den Keksbacker nicht hier hinstelle, dann glauben die Hacker-Geschichte wahrscheinlich gar nicht. Hä? Cool, jetzt gucken sie wieder. Aha, es war da jemand? Da war, da haben wir doch was gehört, ja. Haben schon den Lava einmal in der Hand, denken sich so, ja, falls hier jemand kommt. Nee, der Keksbacker. Nicht gefunden, Leute, der hat sich ausgeloggt. Da dachte ich so, nee, ich brauche nein. Okay, neuer Hacker. Slash Zufall, Leute, wer wird der neue Hacker sein? Der neue, in Anführungsstrichen, Hacker natürlich, ne? Ja. Ich hoffe, es wird nicht Marcel der Best sein, sonst wird er der neue Hacker. Ne, ich bin gespannt. Ich bin, oh, executed. Tut mir leid, executed. Du bist der neue Hacker. So. Oh. Was ist mit dem Server los? Was genau meinst du damit? Und es wirkt so, als wäre er ein Hacker gewesen, aber nein, er war kein Hacker, mein lieber Freund. Er war kein Hacker. Er hat dir vorhin geschrieben, oh, mein PvP-Modus war an. Was hat Keksbacker getan? So, ich muss mal schnell den muten hier. Mute executed, okay. Ah, jetzt muss leider noch, ja, egal. Ne, so, jetzt ist er gemutet. So, und jetzt nochmal teleportieren. So, und so nach dem Motto, er hat alles geklaut und so, hm, klar. Und sie töten ihn einfach. Ja, und es wirkt aber wirklich, als ob da immer so eine Hacker wäre, ne? So eine ganze Hackerbande anscheinend. Ja, also wenn, ganz ehrlich, wenn ich diese beiden wäre, ich wäre richtig traurig einfach, dass meine ganze Base jetzt aggrieved worden ist. Und das wäre für mich natürlich ziemlich, ja, nicht so geil, ne? So, aber executed ist so jemand, der springt selber in Lava. Ein richtiger Profi-Hacker, wie man auch sagen könnte. So, jetzt bin ich mal gespannt, was sie jetzt denken. Die denken sich wahrscheinlich so, Alter, irgendwas stimmt hier doch nicht. So, aber was ist, wenn ich jetzt executed hier hin teleportieren würde? Und dann Lava-Eimer. Ja, Leute. Alter! Mann, die hacken! Executed! Hör auf damit! Ihr seht den Chat. Hör auf, executed! Du bist ein Hacker! Also, ich denke ganz ehrlich, das ist executed. Ich finde das ziemlich witzig, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich werde jetzt, warte, ich werde jetzt, oh, ich habe die Master-Idee. Ich tippe hier, nee. Ist der überhaupt dann noch drauf? Ich glaube, der kommt gar nicht mehr wieder. Nee, der kommt auch nicht mehr wieder. Executed, das war jetzt, der denkt so, nee. Oh! Oh, Leute. Das war nicht gut, jetzt sind die Sachen weg. Nein, er kann sie nicht mehr retten. Probench, rette sie. Und wahrscheinlich, also wenn ich er wäre, ne, ich würde da erstmal reingehen und denken, oh, ich muss die Sachen retten, würde die Sachen mit einer Spitzhacke zertrümmern und zu gucken, ob da noch Sachen drin wären, ne. Das würde ich machen. Mache es, Probench. Sei schlau. Oder warte darauf, dass Executed kommt. Und jetzt ist er wieder einfach Executed. Und dann denken sie wahrscheinlich so, was? Sehe ich wahrscheinlich so, hä, was ist denn da los? Executed, Mega-Hacker und so. Ja, komm, komm, Executed, komm nochmal, hey, hierher. So, ihr seht, da ist er. Mit einer richtig heftigen Rüstung und so. So, jetzt, slash Gott, Executed. So, jetzt hat er nämlich Unsterblichkeit. Das ist perfekt. Also, mein lieber Freund, Executed. Er ist bereit. Kann auch mal hier den Drainer machen. Aber keiner mehr da, Leute. Bin auch gespannt, ob die nochmal wiederkommen, hier der Marcel und so.
Weil ich denke, die denken wahrscheinlich, Executed, der Mega-Hacker hier. Also ich wäre richtig sauer jetzt auf diesen Executed, ne? Aber seht, Proben schreibt irgendwas in den Chat, das sind wahrscheinlich Illuminatenzeichen, Leute. Wenn ihr das lesen könnt, schreibt es in die Kommentare. Komm doch mal in deine Base zurück, mein lieber Pro. So, und jetzt, Leute, was das Witzige ist, diese zwei Leute sind gerade auf dem Teamspeak und ich werde mich jetzt mit denen unterhalten und mal schauen, was die sagen. Ne? Also ich bin mal gespannt. Genau, ich werde mich jetzt einfach im Teamspeak entmuten und bei denen in den Channel joinen. Also Leute, einen Moment, ich muss sie gerade erst suchen, da sind sie. Sound resumed. Channel switched. Hallo? Hallo, ja? Ich habe gerade irgendwie von Xerius gehört, dass ihr irgendwie einen Hacker melden wollt. Ja. Der hieß, glaube ich, wie hieß der nochmal? Weiß gerade nicht ganz. Aber ich habe dich vorhin in der Base gesehen. Da hattest du keinen Skin. Und dann ist auf einmal so ein Hacker gekommen. Also, und meinte, alles mit Lava voll zu spammen. Wie hieß der Hacker? Ich glaube, der hieß Mikos oder so. Ich weiß gerade nicht mehr ganz. Mikos. Der ist schon gebannt, ja. Ja, der war auf einmal so ein Keksbacker bei uns. Der ist auch gebannt. Dann noch bei Pro Bench war da noch so ein Black Finst oder so. Dark Finst, oh, von dem habe ich auch schon gehört. Dark Finst, ja. Also er hat dann seine Base gecreeft, ja. Und das unsere Base wurde jetzt auch gecreeft. Problem ist, dieser Hacker hat halt ganz viele Minecraft-Accounts. Ich weiß nicht, der kommt immer wieder online, auch wenn wir den bannen. Okay. Warte, was hat er denn gemacht mit eurer Base? Zusammen gecreeft. Die ganze Base ist am Arsch. Ja. Alle Kisten sind kaputt. Wir wurden mit Lava voll gespammt und am Spawn kann ich mich jetzt gar nicht mehr bewegen. Geil. Das ist scheiße. Also du bist jetzt, kannst dich komplett nicht mehr bewegen. Nee, aber ich bin jetzt nochmal kurz raus aus dem Server. Ja. Ja, oh, was hattet ihr denn alles so? Auch Full Deer und Full Eisen. Auch verzaubert und so. Ja. Also mein Kumpel hier, der Bench. Und Executed haben wir auch. Also Executed ist der Hacker. Ja, der hat da waren wir vorhin im Nether. Ja. Und dann wurden wir auf einmal richtig zugehittet von allen Seiten und ja. Ach so, von ihm. Schön. Ja, von Executed wurden wir dann zusammen Hat er schon immer gehackt oder was heute das erste Mal? Wissen wir, also hab's gerade bei ihm das erste Mal gesehen, weil ich bin ja auch nicht so lange auf dem Server. Und was habt ihr für Verluste jetzt gemacht? Also durch die Hacks? Ja, eigentlich richtig viel. Kann ProBench da auch nochmal was dazu sagen? Ich weiß nicht, also alle Sachen sind weg. Wir hatten mindestens 20 Kisten hat er, mit Stuff echt? Und allem drin. Hat er auch ein Mikro, der ProBench? Ja, aber ich glaube, der ist gerade auf K. Ich weiß nicht, was er macht. Also, sorry, ich habe mich hier notiert. Ja, ProBench, erzähl mal deine Sicht. Was ist denn da passiert? Also, ich habe Executed heute schon gemeldet. Ja. Wegen Hacks. Das hat sich Felix angeschaut. Ja. Und er war... Weil er hat uns beide schon heute gekillt, executed, netter. Ja. Er ist wieder in meiner Base, juckt ihn nicht. Okay, hab ihn gekillt. Warte, jetzt wird sie lieber. Nee. Ich wurde gerade wieder überall Lava gesetzt in unserer Base. TP, die wollte mir als Kalter. Ich bin auch nicht auf dem Server, warte, ich komm gleich online. Wir sind jetzt gerade zwei. Ja, ist das executed? Das ist doch nicht mehr. Okay, ich bin tot. Wir sind gerade zwei in der Base, aber ich weiß nicht, wer das ist. Ich glaube, das sind Executed. Nee, halt mal. Kann nicht sein, weil die sind gerade am Spawn. Die TPen sich auch rum mit einem Hack. Ein Moment mal, ich gehe kurz nochmal in mein Home und wenn ich gleich mein Homie, ich mein Spawn, ich bin aus der Lava rausgekommen. Die haben sich rumteleportiert die ganze Zeit mit irgendeinem Hack, Alter. Executed ist gerade in meiner Base, hackt ja alles. Der hackt. Hä, wie kann er bitte so viel Lava planten auf einmal? Alter, ich gebe dem 5 Jahre, der hackt Lava und so alles. Ich kann nichts machen. Wird das ein Lava-Hack? Ja. Keine Ahnung, es sind einfach alles voll. Ich war gerade in der Base, als war gerade so. Ich bin in mein Home gegangen, auf einmal war Executed in meiner Base gestanden. Ja. Ja, seine Mutter ist ein bisschen. Achso. Ja, weil meine Base wurde heute gegrieft von irgendjemandem. Also meine Base wurde heute gefunden von jemandem. Und dann habe ich mit Marcel. Mhm. Alles umgesiedelt in seine Base erstmal. Ja. Und haben jetzt eine neue Base gemacht und die wurde daraufhin sofort gecreept und seine auch. Echt? Ja. Also ich hatte vorige Base, habe ich auch schon gemeldet, weil meine vorige Base konnte man nicht
Also die war so ähnlich wie die zweite Base, die ich gebaut habe. Aber die ist jetzt auch gut. Jetzt halt nichts mehr. Okay, warte, ich komme gleich auf den Server. Okay. Und irgendwie war jetzt der Server auch down. Warte. So, ich bin jetzt, hab mich zu Marcel typiert. Marcel? Hallo? Siehst du mich? Ja, Marcel ist irgendwie weg. Also, geh mal deine Base, Pro Bench. In meiner Base? Ja. Also, ich bin jetzt nicht Marcel in der TP. In der Base, aber... Ich TP mich mal zu dir. Ja, das war meine vorige Base. Hier waren überall Kisten und hier wurde einfach bei mir so... Alles gegrieft. Ja. Oh, da ist er! Siehst du? So. Lächerlich, ey. Der hat einfach überall Spawns. Alter, ich wurde gekickt. Was? Ich wurde einfach gekickt. Von wem? Keine Ahnung, da stand einfach, you were kicked from the server. Der hat mich einfach gekickt. Was? Und jetzt bin ich wieder voll, Rolf. Okay. Gehen wir mal in den Dreier-Channel, dass wieder German Gamer rein, also Marcel reinjoinen kann. Ja. Warte, ich move ihn sonst rein. Wo sind die jetzt? Hallo? Keine Ahnung, ich wollte, ja, hi, ich wollte dich gerade mal was fragen. Hm? Wegen dem Kalender, ich bin die Parasaurus, ich wollte dich fragen, weil ich... Channel switched. Okay, also der hat mich einfach gerade vom Server gekickt. Der Typ. Hm. Ja, der hat einen krassen Head-Client, weil der hat sich auch umtippet und alles. Alter, Lava-Hack, Kick-Hack, das ist einfach richtig heftig. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Bin ich in meiner Base? Ja, Alter, was? Der baut mich auch nicht gerade zu. Ja. Ich glaub's gerade überhaupt nicht. Dieser Executed, Alter. Ja, ist nicht mehr normal. Was hat er denn alles für Hacks? Gestern Abend, also... Irgendwas mit Lava. Warte mal. Gestern Abend, so 21:22, ja, waren ungefähr 13 Hacker online. Habe ich alle die Namen aufgeschrieben und die Hack... Also ich habe es schon Xerius geschrieben und... ein Admin. Kalter? Ja. Das ist gerade mein Name. Executed ist gerade in meiner Base und hat mich gerade wieder gecreeped. Echt? Ja, kann man dich nicht bannen? Executed bannen oder so? Ja, ich habe ihn jetzt gebannt. Fuck. Ich bin gerade voller Marsch, Mann. Executed ist jetzt gebannt. Ja. Nee, ist noch ein Server. Ich kann ihn nicht bannen. Der ist gerade bei mir die ganze Zeit in der Base und killt mich die ganze Zeit. Executed mich zu. Er hat mich zu. Hä, er hat einen TP-Hack? Ja, hat er. Alter. Lächerlich. Also eure ganze Base ist jetzt zerstört. Ja. Askalter? Ja. Jetzt stand gerade, Askalter teleportiert dich zu Executed. Wie bitte? Was? Im Chat stand gerade, Askalter teleportiert dich zu Executed. Ja Leute, ich muss euch was sagen, ne? Das war ein Troll. Und zwar, das war alles ein Troll. Ja, ich hab's eh schon geschrieben. Ich hab in TS schon geschrieben. German Gamer schon gesagt. Also über TS habe ich schon angestopft, trollt uns fix. Ja, aber hier, ihr dachtet doch, ihr habt an Executed geglaubt, oder? Ja, ja. Am Anfang schon, aber dann haben wir gesagt, es ist Askalter, fix und so. Weil Lava. Ja. Askalter, ich hab's gewusst. Ja, ich hab's irgendwie geblutet, dass du uns trollst. Aber, weil er auch Kill-Aura hatte oder irgendwie, weil er. Weil der Executed hatte Kill-Aura oder was? Also tot war, hat er mich irgendwie noch immer geschlagen. Ja. Ah ja, und ihr denkt jetzt wahrscheinlich, eure ganzen Sachen sind weg und so, ne? Was ja richtig scheiße ist jetzt, oder? Ja. Aber das Ding ist, ich habe eure Base kopiert und die gibt's immer noch. Was? Weil ich bin ja nicht so gemein und so. Ich dachte, es wäre echt gemein, wenn jetzt eure ganze Base weg ist und so. Deswegen okay. Habe ich so eine kleine Überraschung für euch vorbereitet. Also Marcel, ich tippe dich einfach mal hier zurück in deine Base. Okay. Ja, gut. Und auch ja, hier. Genau, Alter, aber der Troll war schon richtig hart. Also, Respekt. Genau, du setzt am besten hier dein Home auch gleich. Und hier, ihr hattet ja zwei Bases, ne? Ich weiß jetzt nicht, welche von euch das jetzt die neue und welche die alte war, aber auch die alte habe ich gesichert. Okay. Ich habe mir das schon gedacht, dass du uns trollst, weil. Ja? Ja, wir haben uns beide schon gedacht. Gleich am Anfang, wo ich reinkomme. War das Executed auf dem Nether?
Nee, also das eigentlich nicht. Also das im Nether, da habe ich nichts mit zu tun. Weil Executed war auch... Okay... Was? So. Ja, genau. Ich hoffe, das reicht, so ein Stack Dias. Ja, das reicht. Ja. Und eure Base ist halt jetzt auch wieder heil. Also was ist heil, ne? Also eure Base, kannst ja mal gucken. Ich habe die nämlich 50 Meter weiter... Warte, wie kann ich das am besten machen? So, wenn du hier mal guckst, das ist eure Base und ich habe die einfach 50 Blöcke weiter hin kopiert. Achso, ja, ich sehe es da hinten. Ne, deswegen, also okay. Nicht, dass ihr euch jetzt wundert. Also ich habe eure ganzen Bases, die sind noch heil und so. Kein, also ich weiß nicht, ihr wart wahrscheinlich ein bisschen geschockt, so nach dem Motto, oh, die ganze Base ist kaputt und so, ne? Ich dachte mir schon, die Schilder mit, ich bin Ico oder so, nee. Gesetzt? Oder ist das er selber gesetzt? Achso, das Schild habe ich auch gesetzt, ja. Aber wie gesagt, den Troll, den werdet ihr halt morgen, also Samstag, sehen. Ne? Okay, ich bin auf YouTube. Okay, da hast du schon richtig hart erwischt. Ja, wenn du noch was sagen wollt, dann könnt ihr es jetzt sagen. Okay, es war cool dabei zu sein. Der Traum muss ja schon ziemlich lange dauern, oder? Ja. Deswegen müsst ihr auch den Leuten jetzt mal sagen, sie sollen einen Daumen nach oben geben. Ja, also Leute, also gibt auf jeden Fall das Geld einen Daumen nach oben. Okay. Auf jeden Fall. Weil so ein krassen Troll. Ja, dann danke ich euch. Ich habe meinen ganzen Minecraft-Leben sozusagen noch nie erlebt. Mhm, das ist halt wirklich so. Mhm. Ja, dann haut rein, ne? Gleichfalls. Ja, Leute, das waren unsere, ja, das war's wieder mit diesem Server-Tool. Ich hoffe, hat euch wie immer gefallen. Wie gesagt, diesmal ein bisschen anders. Ich habe es auch mal im Video aufgeklärt, weil sich das auch einige gewünscht haben. Und ich hoffe, ihr seid auch mit der Entschädigung zufrieden, weil ja einige immer sagen, boah, ich kann, das ist viel zu gemein, du musst dich mehr entschädigen. Und ich glaube mal, das ist doch vollkommen in Ordnung, so wie ich das gemacht habe, oder? Deswegen schreibt es in die Kommentare auch, wie ihr das findet, so mit Aufklärung, ob ihr meint, ja, ist eine gute Sache, oder ob ihr meint, naja, brauchst du jetzt nicht machen, ne? Also da würde ich mal gerne, ja, schreibt es einfach mal in die Kommentare und ansonsten war es wieder mit diesem Troll. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Genau, was da nochmal ganz wichtig ist, was mich auch einige gefragt haben jetzt bei dem Server, da haben einige gefragt, wie man sich denn den Premium-Rang holen kann. Und zwar geht das über die Seite shop.askalter.de. Über diese Seite kann man sich Premium holen, auch nur über diese Seite. Aber es gibt wirklich Seiten, die versuchen einen abzuziehen, die sich dann, ja, als mich quasi ausgeben. Deswegen, den dürft ihr nicht trauen, sondern wirklich nur diese Seite. Das ist die einzige, also askalter.de, wisst ihr, ist die einzige Serverseite. Und Premium ist, wie gesagt, shop.askalter.de. Das ist die einzige Seite, der ihr vertrauen dürft. Also, die mit mir zu tun hat. Genau, ansonsten war es wieder mit dem Video, das wollte ich nochmal erwähnen, weil da sich wirklich auch einige vertan haben und ich da sehr oft gefragt worden bin. Genau, und ansonsten war es wieder mit dem Server-Troll. Wenn ihr noch Ideen, Fragen oder sonstiges habt, ab in die Kommentare. Und ansonsten, mach's gut, gebt einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal.